Vor einigen Tagen haben zahlreiche Photovoltaikanlagenbetreiber Kündigungsschreiben bekommen. Diese Kündigungsschreiben wurden von der Firma Sonnen verschickt und da ging es darum, dass Sonnen die Sonnenflat Home gekündigt hat, ihr Sonnenflat-Modell, mit der sie bislang ihre Kunden bedient haben, und jetzt umstellen auf das Modell Sonnenflat X. Ja, und für uns ist dieser kleine Aufruhr in der Community der Sonnenflat-Anhänger Grund genug und Anlass dafür, einmal ein Video zu machen, in dem wir uns mit dem Thema Cloud-Lösungen für Photovoltaikanlagen befassen wollen. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Cloud-Lösungen für Photovoltaikanlagen mit Speichern hören sich immer nach einer tollen Sache an. Worum geht's da? Einmal geht's darum, dass man so eine Community bildet, in der man Strom gegenseitig austauschen kann und sich auch zu schlechten Zeiten zur Verfügung stellen kann. Und zum anderen geht's darum, dass man dabei auch noch monetär ein gutes Geschäft machen kann. Besser noch als bei normalen Photovoltaikanlagen, die man kauft. Und wir wollen uns das heute mal genau ansehen, ob das auch wirklich so ist. Das Thema Cloud-Community im Bereich Photovoltaik mit Speichern wollen wir uns am Beispiel der Firma Sonnen mal ansehen, dem größten und bekanntesten deutschen Anbieter für Photovoltaik-Cloud-Lösungen. Und die haben da ein sehr schönes Video gedreht, wie das Ganze funktioniert, und das wollen wir uns mal ansehen. Und hinterher berechnen wir mal, was bei der ganzen Sache rauskommt, wie das Ganze wirklich aussieht, und schauen auch nochmal auf ein Video von Tesla Hotte, einem bekannten YouTuber aus dem Bereich der Photovoltaik, der ebenfalls Mitglied in der Sonnen-Community ist und sehr gut das Ganze immer aufdröselt. Da haben wir ein paar Fakten rausziehen können. Horst, danke dir für das Video, das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und da wollen wir uns dann mal ansehen, was das auch für Auswirkungen hat und am Ende mal ein Gesamtfazit ziehen. Cloud ja, Cloud nein, wenn Cloud ja, worauf dann achten? Das Ziel des heutigen Videos. Ja, und jetzt schauen wir uns mal das Video der Firma Sonnen an. Das ist Familie Meier. Für ihren Strombedarf benötigt sie 4000 Kilowattstunden im Jahr. Dafür zahlt sie heute rund 1200 Euro Stromkosten an ihren Energieversorger. Ja, 4000 Kilowattstunden Strombedarf, das ist so das, was der deutsche Durchschnittshaushalt hat. Ohne Elektroauto, ohne Wärmepumpe, immer mit Bedacht bei der ganzen Sache. Und 1200 Euro Stromkosten mit Grundgebühr, ja, ohne Grundgebühr würde ich sagen weniger, weil es ist kein Problem, unter 30 Cent pro Kilowattstunde zu bleiben. Das soll sich ändern. Familie Meier entscheidet sich für eine Photovoltaikanlage und eine Sonnenbatterie. Damit kann sie eigenen, sauberen Solarstrom erzeugen und speichern und wird Teil der Sonnen-Community, der weltweit größten nachhaltigen Energiegemeinschaft. In der Sonnen-Community vernetzt sich die Familie digital mit anderen Mitgliedern, die ihren Strom untereinander teilen. Produziert Familie Meier an sonnigen Tagen mehr Strom, als sie benötigt, steht er den Mitgliedern bereit, die zusätzlichen Strom benötigen. Umgekehrt funktioniert das genauso. Wenn die Familie selbst einmal mehr Strom benötigt, kommt er von anderen Teilnehmern der Sonnen-Community. Ja, Achtung hier! Digital vernetzt, nicht physikalisch. Also, was heißt das Ganze? Im Winter produzieren natürlich alle Photovoltaikanlagen sehr wenig Strom und wirklich nur für den Eigenbedarf und da wird kaum was eingespeist. Das heißt also nicht, dass ihr im Winter aus einem Stromdepot der Sonnen euren Strom bekommt, sondern es ist ganz normal physikalisch der Strom, der bei euch im Netz ist, den euer Verteilnetzbetreiber anbietet. Das kann Atomstrom sein, das kann Kohlestrom sein. Es geht hier rein um das Bilanzielle, um das digitale Vernetzen. Das heißt, dadurch, dass ihr in die Community einzahlt und auch wieder rausholt Strom, wird das Ganze geregelt. Aber es geht nicht darum, dass ihr jetzt sauberen Strom im Winter bekommt aus dieser Community, dass die irgendwo so einen großen Speicher aus dem Sommer noch haben, wo der ganze Strom drin ist. Das ist es natürlich nicht. Trotzdem eine gute Idee, Hausspeicher auch vernetzt zu denken. Definitiv ein sinnvoller Ansatz für die Zukunft. Zusätzlich bucht Familie Meier den Stromvertrag Sonnenflat und wird damit Teil des virtuellen Kraftwerks von Sonnen. Im Zusammenschluss mit tausenden anderen Batterien hilft die Sonnenbatterie der Meiers so, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Das ist definitiv auch eine gute Sache, Schwankungen im Stromnetz ausgleichen. Wir haben 300.000 oder 350.000 Stromspeicher inzwischen in Deutschland, davon sicherlich 300.000 Heimspeicher auch. Wenn wir jetzt mal jeden nehmen mit 10 Kilowattstunden Kapazität,
dann sind wir da schon bei 3 Gigawattstunden Speicherkapazität. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon ein Fund, da kann man was mitmachen. Die Sonnenflat passt sich dabei den Bedürfnissen eines jeden Kunden an. Im ersten Schritt gibt Familie Meier ihren Stromverbrauch bei ihrem Sonnenfachpartner an. Mit Hilfe des Sonnenflat-Konfigurators ermittelt der nun die benötigte Größe für die PV-Anlage und für die Sonnenbatterie. Hier wird also individuell betrachtet, was haben wir für einen Stromverbrauch, und danach wird dann die ganze Anlage angepasst. Wir sagen ja immer Dach voll machen und Speicher an den Eigenverbrauch anpassen. Das heißt, nach HTW Berlin hatten wir ja gerade neulich im Speichervideo, was ich euch hier mal verlinke. Da wird ja der Wert angegeben, 1,5 Kilowattstunden Speicher zu 1000 Kilowattstunden Eigenverbrauch. Und das werden wir hier in der Rechnung auch mit reinbringen. Also wie gesagt, nicht die Photovoltaik nach dem Eigenverbrauch anpassen, sondern so groß wie möglich bauen, macht definitiv mehr Sinn. So kann er der Familie 0 Euro Stromkosten ermöglichen. Und genau das ist das Ziel der Sonnenflat. Hier also das Ziel der Sonnenflat. Es geht darum, einfach keine Stromkosten mehr zu haben. Was passiert? Wie wird das Ganze realisiert? Die Sonne tritt also als Stromanbieter und Messstellenbetreiber in einem auf, kümmert sich also um eure Stromlieferungen und darum, dass euer Messstellenbetrieb auch weiter funktioniert. Beides in einem über die Sonnen und damit dann halt für euch keine Kosten mehr für Strom. Das ist hier die Berechnungsgrundlage und das Ziel der ganzen Sache. Der Konfigurator errechnet eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 6,3 Kilowatt Peak für die Familie, die in Süddeutschland lebt. Dazu kommt eine Sonnenbatterie mit einer Kapazität von 11 Kilowattstunden. Halt, stopp! So würden wir es natürlich nie empfehlen. 6,3 Kilowatt Peak auf dem Dach, 11 Kilowattstunden im Keller. Das ist überhaupt kein gutes Verhältnis von Photovoltaik zu Speicher. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Damit kann Familie Meier rund 3/4 ihres Strombedarfs mit selbst erzeugter Energie abdecken. Zusätzlich erhält sie eine jährliche Freistrommenge von rund 1000 Kilowattstunden aus der Sonnencommunity. So kann sie ihren kompletten Strombedarf decken. Die Freistrommenge erhält die Familie im Gegenzug für den Strom, den sie zwar produziert, aber nicht selbst verbraucht und in die Sonnencommunity abgibt. Hier bitte darauf achten. Ihr bekommt keine Einspeisevergütung für euren eingespeisten Strom. Ihr tretet das an die Sonnen ab und erhaltet dafür quasi den kostenlosen Strom für den Netzbezug und noch ein paar Prämien, zu denen wir gleich noch kommen. Im ersten Schritt sinken die gesamten Stromkosten also schon mal auf 0 Euro. Weitere Kosten oder Gebühren gibt es nicht mehr. Doch die Sonnenflat kann noch mehr. Denn die Sonnenbatterie der Meyers nimmt auch am virtuellen Kraftwerk von Sonnen teil. Hier hilft sie mit ihrem Speicherplatz, Schwankungen im deutschen Stromnetz auszugleichen und liefert damit einen weiteren Beitrag zur Energiewende. Das ist definitiv eine gute Sache, weil was passiert hier? Dadurch, dass ihr quasi keine Einspeisevergütung bekommt und auch euren Strom umsonst bekommt, kann es euch erstmal bilanziell, finanziell egal sein, ob euer Speicher voll oder leer ist. Das heißt, die Sonne nutzt hier die Speicher, um Schwankungen im Stromnetz ausgleichen zu können. Das heißt, Speicher werden befüllt oder entleert, je nachdem, wie es gebraucht wird. Das ist natürlich eine gute Sache. Euch kann es egal sein, ihr habt ja euren festen Preis. Das ist natürlich ein klarer Vorteil gegenüber individuell geplanten und quasi standalone stehenden Photovoltaikanlagen mit Speichern. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann wird der Speicher ja mit Vollzyklen weiter belastet. Okay, aber wenn wir davon ausgehen, dass so ein Speicher 15 Jahre hält, dann wird er auf jeden Fall eher an der kalendarischen Alterung irgendwann dahin scheiden, als durch zu viele Vollzyklen. Weil wenn wir von 300 Vollzyklen im Jahr reden, dann sind das 4500 Vollzyklen, die er auf 15 Jahre macht. Und da sollte wesentlich mehr gehen, mal locker das Doppelte, bis so ein Speicher wirklich an seinen Ladungen und Entladungen scheitert, als dass er an der kalendarischen Alterung scheitert. Das ist also wirklich ein guter Punkt an dieser Community. Und das wird finanziell belohnt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stromspeichern spart die Sonnenbatterie also nicht nur Stromkosten, sie verdient sogar Geld am Energiemarkt. Die Höhe dieser Gewinnbeteiligung richtet sich dabei nach der Kapazität der Sonnenbatterie. Ja, Sonnen baut sein Geschäft halt hier auch erstmal anhand seiner Kunden auf, aber natürlich auch daran,
dass Strom zur Verfügung gestellt werden kann, wenn er wirklich monetär gut ausgelastet ist. Das heißt, wenn Strom sehr teuer ist, weil er gerade gebraucht wird, kann man ihn zur Verfügung stellen. Und wenn er günstig ist, kann man ihn einspeichern. Das ist natürlich ein gutes Geschäft, was die Sonne hier macht. Sie nutzt halt auch den Strommarkt selbst, um ihr Geschäftsmodell dabei zu unterfüttern. Im Fall von Familie Meier sind es 119 Euro im Jahr, die zu den 0 Euro Stromkosten dazukommen und für 10 Jahre garantiert sind. Hier müssen wir aufpassen, auf 10 Jahre garantiert, das müssen wir nachher in die Rechnung mit aufnehmen. Statt den bisherigen Stromkosten von 1.200 Euro hat Familie Meier also bereits 119 Euro auf der Habenseite. Aber sie kann noch mehr verdienen. Und zwar, wenn sie ihre Freistrommenge nicht vollständig ausschöpft. Denn jede nicht benötigte Kilowattstunde wird von Sonnen rückvergütet. Gelingt es der Familie also zum Beispiel mehr selbst erzeugten Strom zu Hause zu nutzen als berechnet, erhöht sich ihr Autarkiegrad. Dadurch benötigt sie weniger Strom aus der Sonnencommunity und der wird ihr gutgeschrieben. Gut, das haben wir aber bei der normalen PV-Anlage auch. Die Kilowattstunde, die ich nicht benötige aus dem Netz, die wird mir ja quasi auch gut geschrieben, weil ich sie nicht bezahlen muss. Das bleibt sich also relativ pari. Den gleichen Effekt erzielt Familie Meier, wenn sie zu Hause Strom spart. Auch hier gilt, mit jeder nicht benötigten Kilowattstunde erhöht sich die spätere Rückvergütung. Deren Höhe variiert übrigens regional. Bei Familie Meier sind es 26 Cent pro Kilowattstunde. Sollte sich Familie Meier nun auch noch für eine größere PV-Anlage entscheiden, als für ihre 0 Euro Stromkosten notwendig ist, wird auch das zusätzlich belohnt. Denn damit erhält die Sonnencommunity automatisch mehr sauberen Strom für ihre Mitglieder. Deshalb in unserer Aussage, macht die Dächer voll. Auch mit normaler Einspeisevergütung lohnt sich das Ganze noch und wir haben einfach mehr sauberen Strom zur Verfügung. Nimmt die Familie statt der empfohlenen 6,3 Kilowatt Anlage etwa eine 7,5 Kilowatt starke Anlage, steigt ihre Freistrommenge von ursprünglich 1000 Kilowattstunden auf 1500 Kilowattstunden im Jahr. Bleibt ihr Stromverbrauch aber wie gehabt bei 4000 Kilowattstunden, erhält Familie Meier eine Rückvergütung von rund 170 Euro aufgrund der nun höheren Freistrommenge. Ja, hier muss man dann natürlich gegenrechnen, was kosten diese 7,5 Kilowatt Peak. Da haben wir dann 1,2 Kilowatt Peak mehr als vorher. Da müssen wir so schon mit ungefähr 15 bis 1800 Euro rechnen, die das Ganze mehr kostet in der Anschaffung. Und wenn der Stromverbrauch wirklich steigt, dann wäre es auch bei der normalen PV-Anlage so, dass der dann auch durch die größere Anlage mit verbraucht werden würde und somit auch mit dem vollen Strombezugspreis angerechnet werden könnte. Ansonsten würde das Ganze eingespeist. Bringen wir mit in die Rechnung rein. Aus den Ausgaben von 1200 Euro im Jahr ist mit der Gewinnbeteiligung am Energiemarkt und der Rückvergütung nicht benötigter Kilowattstunden am Ende ein Plus von 290 Euro geworden. Die Sonnenflat stellt die Stromrechnung von Familie Meier damit auf drei Säulen. 0 Euro Stromkosten ohne Gebühren, die Gewinnbeteiligung der Sonnenbatterie im virtuellen Kraftwerk und die Rückvergütung der nicht genutzten oder überschüssigen Freistrommenge. Ja, die drei Säulen, das ist ganz klar, das ist bei einer normalen PV auch so. Ich habe einmal die Ausgaben für die Photovoltaikanlage, dann habe ich die Einsparung durch gesparten Netzbezug und ich habe die Einspeisevergütung und so ähnlich halt hier auch. Die drei Säulen, die wir da auch haben, die finden wir hier auch wieder, nur ein bisschen anders dargelegt. Dadurch finanziert sich die Anschaffung von Photovoltaikanlage und Sonnenbatterie. Die Sonnenflat, unser Champion unter den Stromverträgen. Ja, so viel zum Video der Sonnen über ihre Sonnenflat. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, was Sie hier angebracht haben, setzen das mal in Relation zu einer gekauften Photovoltaikanlage mit einem Speicher und gucken mal, was bei den Zahlen dann rauskommt. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, und hier haben wir die Tabelle. Wir haben also einmal die PV-Anlage und zwar hier mit einem 6 Kilowattstunden Speicher, weil es macht keinen Sinn, eine 6,3 Kilowatt Peak PV-Anlage mit einem 11 Kilowattstunden Speicher zu bauen. Speicher viel zu groß. Hier müssen wir natürlich dann
entgegensetzen eine normal dimensionierte Anlage. Bei Sonnen ist ja ganz klar der Antrieb, größere Speicher zu verbauen, um mehr am Markt mit Regelenergie arbeiten zu können. Deshalb werden hier auch gerne größere Speicher angeboten. Es geht auch kleiner. Bei Tesla heute zum Beispiel haben wir gesehen, dass er eine 9,5 Kilowatt Peak-Anlage, glaube ich, hat und dazu einen 7,5 Kilowattstunden Speicher. Tesla heute kann auch rechnen, deshalb hat er sich das auch so ausgerechnet, dass er das so macht. Also es geht auch kleiner, nur wir wollen uns ja hier an diesem Beispiel orientieren, weil die Zahlen bei Tesla heute sind natürlich dann auch definitiv andere. Ja, was haben wir jetzt für Faktoren? Wir haben einmal den eingesparten Netzbezug. Da sind wir bei der Sonnenflat auf 0 Euro runter. Wie gesagt, das ist das Ziel. Das, was man nicht selber decken kann durch eigene PV, wird dann von der Sonnen-Community quasi mitgetragen. Man hat keine weder Grundgebühr noch Stromkosten. Wie sieht es dagegen bei der normalen PV-Anlage aus? Hier haben wir noch Kosten-Netzbezug. Wir nehmen dasselbe Beispiel von 4.000 Kilowattstunden können wir uns mit 3.000 selbst versorgen, also 75% Autarkie erreichen. Das ist realistisch mit dieser Anlage. Und da haben wir also eingesparte Kosten für den Netzbezug, einmal 275 Euro. Wir rechnen hier nicht mit 30 Cent pro Kilowattstunde, sondern rechnet ja auch mit 26 Cent pro Kilowattstunde in ihrem Modell. Und wir nehmen hier einfach mal das, was jeder in Deutschland haben kann. Wir haben es auch, 27,5 Cent pro Kilowattstunde. Beim Ökostromanbieter, bei einem echten Ökostromanbieter und kommen also auf 275 Euro, die wir an Netzbezug quasi noch haben und dann kommen noch 120 Euro Grundgebühr dazu. Wir rechnen jetzt hier mal mit 10 Euro. Wir zahlen bei unserem Stromanbieter 8,95 Euro. Man muss nicht nur die minimalsten Werte nehmen, wir nehmen jetzt mal hier 10 Euro und sind damit auf der sicheren Seite. Dann haben wir den Ertrag Einspeisevergütung, der wird bei der Sonnenflat X abgetreten. Unterschied dazu war noch die Sonnenflat Home, da hat man selber die Einspeisevergütung noch bekommen und dafür gab es aber diese Gewinnbeteiligung in dieser Form noch nicht. Das hat sich jetzt geändert, das ist quasi umgedreht worden. Einspeisevergütung wird jetzt abgetreten an Sonnen und dafür gibt es die Gewinnbeteiligung. Und da haben wir dann bei der normalen PV-Anlage eine Einspeisevergütung von 210 Euro. Das sind die restlichen, sagen wir mal, die Anlage 6,3 Kilowatt Peak macht 6000 Kilowattstunden im Jahr mal 7 Cent Einspeisevergütung, die wir ja bald nur noch haben. Und dann sind wir dabei 210 Euro im Jahr. Die Gewinnbeteiligung gibt es dann wieder nur auf Seite der Sonnenflat. Das sind halt die 119 Euro. Aber Obacht, auf 10 Jahre garantiert. Hier können wir also nicht mit 119 Euro auf 20 Jahre rechnen. Zu der Rechnung kommen wir später noch, weil wir wissen nicht, was nach 10 Jahren Sache ist bei der ganzen Sache. Dann kommen wir hier noch zu der Erweiterung der Anlage um 1,2 Kilowatt Peak beispielhaft. Bei der Sonnenflat können wir hier 170 Euro einsparen. Die sind aber nicht garantiert. Das heißt, mit jeder Vertragsänderung kann sich das auch wieder ändern. Deshalb das auch nur in Tüdelchen zu betrachten und bei der normalen Anlage müssen wir dann hier die 100 Kilowattstunden rechnen, mal die 27,5 Cent Stromkosten und dann müssen wir nochmal dazu rechnen 900 Kilowattstunden mal Einspeisevergütung. Das heißt, wie rechnen wir hier? Wir rechnen so, dass wir sagen, 100 Kilowattstunden kann der Eigenverbrauch erhöht werden durch die knapp 1 Megawattstunde, die mehr im Jahr produziert wird. Das also mit dem normalen Strombezugspreis multipliziert und dann der Rest, die 900 Kilowattstunden mal die 0,07 Cent, die es an Einspeisevergütung gibt. Und damit landen wir dann bei knapp 90 Euro, die wir hier als Plus noch haben. Dann müssen wir aber auch noch den Speicher betrachten. Wie gesagt, bei Sonnen ist hier von einem 11 Kilowattstunden Speicher für die Regelenergie ausgegangen worden. Wir haben aber einen 6 Kilowattstunden Speicher für eine normale Photovoltaikanlage dagegen gesetzt. Das heißt, hier müssen wir noch einen Aufpreis mit einrechnen für den Speicher bei der Sonnenflat. Das sind, haben wir jetzt mal grob geschätzt, für die 5 Kilowattstunden mehr sind das 3000 Euro durch 15 Jahre geteilt, weil das ist die Lebenserwartung des Speichers. Da müssen wir hier leider nochmal 200 Euro abziehen auf der Seite, weil dieses Modell lebt einfach davon, dass auch große Speicher verbaut werden. Man könnte sicherlich auch einen kleineren Speicher wählen, wie Tesla heute das gemacht hat. Dann sinkt aber auch die Gewinnbeteiligung. Ja, und das Ergebnis kommt dann hierbei raus, dass wir auf Seiten der PV-Anlage ein Minus von 90 Euro jährlich haben. Das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Die Anlage amortisiert sich natürlich. Was hier nicht mit drin ist in der Rechnung, ist einfach die, sind die 3000 Kilowattstunden an Strombezug, die man spart im Jahr, also die
fast 1000 Euro, die wir hier weniger haben im Jahr, die sind natürlich auf beiden Seiten nicht mit reingerechnet. Hier geht es wirklich nur um den direkten Vergleich. Und da sind wir bei knapp 90 Euro bei der PV-Anlage mit 6 Kilowattstunden Speicher. Und bei der Sonnenflat wären wir bei 89 Euro im Plus. Das heißt, wir würden damit um 180 Euro im Jahr besser dastehen mit der Sonnenflat mit 11 Kilowattstunden Speicher. Aber wir müssen jetzt die Variablen rausrechnen. Und zwar sind das einmal die Gewinnbeteiligung, die nur auf 10 Jahre garantiert ist. Und die 170 Euro, die quasi durch die größere Anlage noch mit dazukommen. Das sind variable Kosten. Was ist, wenn in 10 Jahren Sonnen gar nicht mehr existiert? Dann ist der Fall, dass wir hier bei minus 140 Euro stehen. Das heißt, wir haben wie bei Aktiengeschäften so eine Schwankung drin. Wir können ein Plus von 180 Euro gegenüber der normalen Anlage machen. Wir können aber auch ein Minus von 50 Euro gegenüber der normalen Anlage machen. Ja, und das ist halt die Sache, die man bedenken muss bei der Cloud. Das aktuelle Angebot hört sich sicherlich immer gut an, aber wie ist denn die Entwicklung? Ja, und zu dieser Entwicklung, die ja ganz entscheidend ist bei den Cloud-Lösungen, da hat Tesla heute wirklich ein gutes Beispiel gebracht. An dieser Stelle auch mal Empfehlung für seinen Kanal, schaut mal vorbei. Tesla heute, gerne abonnieren, er macht gute Videos über Photovoltaik, über seinen Tesla. Und Horst hat halt gezeigt, wie die Zahlen sich bei ihm jetzt entwickeln werden. Vom Sprung von der Sonnenflat in die Sonnen-X. Und da schauen wir uns die Grafik hier mal an. Und da sehen wir ganz eindeutig mit der Sonnen-Community Home, da sind die Zahlen noch wesentlich höher. 421 Euro fürs Jahr 2020 und 318 Euro fürs Jahr 2021. Jetzt wechselt er in die Sonnen-Community X. Da hat sich zwar der Wert für das Jahr 2021 verbessert um 10 Euro, aber insgesamt sieht man, dass einfach die Werte deutlich runtergegangen sind durch diesen Wechsel. Wir reden hier von 243 und 328 Euro und in der Community Home waren es noch 421 und 318 Euro. Ja, das halt durch diesen Wechsel, dass die Einspeisevergütung jetzt abgetreten wird in der Community X und dafür es diese Gewinnbeteiligungen gibt, die halt doch deutlich günstiger sind. Und hier zeigt sich halt ganz klar, dass Sonnen auch mit der Entwicklung am Markt mitgehen muss und über 20 Jahre dieses Modell, was man vielleicht am Anfang offeriert hat, überhaupt nicht anbieten kann. Ja, und das ist halt auch das große Problem bei den Cloud-Anbietern. Erstens mal, sie legen die Anlagen nicht nach dem persönlichen Eigenverbrauch aus, sondern sie gehen danach mit großen Speichern, dass sie auch mit der Regelenergie am Markt arbeiten können, was halt auch Teil ihrer Grundlage ihres Geschäfts ist. Deshalb, wenn es die Cloud irgendwann nicht mehr gibt, weil sie entweder den Vertrag komplett kündigen oder weil sie insolvent gehen oder aufgekauft werden oder was auch immer, das sind alles Möglichkeiten, die bestehen, dann habt ihr halt eine Anlage, die ihr selber bezahlt habt, aber halt die überhaupt nicht unbedingt an euren Verbrauchsverhalten angepasst ist und dann sieht die Rechnung natürlich ganz anders aus, weil dann habt ihr es schwer mit den normalen Gegebenheiten einer Photovoltaikanlage, die Anlage so ins Plus zu bekommen. Ja, andererseits ändern sich halt auch die Parameter von Jahr zu Jahr. Das ist nicht die erste Vertragskündigung der Firma Sonnen. Da gab es schon mal was, wo Bedingungen geändert wurden. Und das ist halt die Gefahr bei der Sache. Ein Betrag, diese Gewinnbeteiligung, wurde auf 10 Jahre garantiert. Die andere, da war schon nichts mehr von Garantie. Und das ist halt immer so die Krux an der Sache. Was passiert über die 20 Jahre, wenn ihr eine PV-Anlage kauft und ganz normal sie abbezahlt und über Einspeisevergütung und Eigenverbrauch geht, dann habt ihr über 20 Jahre, zumindest bei der Einspeisevergütung, einen gesicherten Wert. Wo der Strompreis hingeht, das weiß man nicht, aber da müsste, wie gesagt, Sonnen auch drauf reagieren mit der Cloud-Lösung. Also das, die Gefahr bei der Cloud, da muss man wirklich gucken, das kann am Anfang sehr gut aufs eigene Profil passen, aber immer mit bedenken, was passiert in der Zukunft, auch vor dem Hintergrund, dass ich vielleicht ein Elektroauto mir anschaffe, eine Wärmepumpe mir anschaffe, dadurch verändert sich ja das komplette Verbrauchsverhalten. Passt das dann überhaupt noch in die Cloud mit rein? Das muss man auch alles mit vorher ausrechnen. Lasst euch da also bitte gut beraten und bringt diese Einwände mit ein. Die absolute Unkonstante an der ganzen Sache ist halt, wie lange ist euch das Ganze garantiert? Das ist halt wirklich die Krux an der Sache. Beim Staat könnt ihr euch sicher sein, der wird auch in 20 Jahren die Einspeisevergütung zahlen. Bei einem Privatunternehmen ist das halt fraglich. Dieses Video dient nicht dazu, irgendwie irgendjemanden schlecht zu reden oder sonst was. Der Ansatz der Sonnen ist hier ein guter, die Speicher zu vernetzen und auch über die Regelenergie zu gehen und damit am Markt mitzuspielen. Das ist eine gute Sache und dadurch auch die Schwarmmöglichkeiten jedes Einzelnen auszunutzen.
Das ist ein gutes Modell, das muss man ganz klar sagen, aber man muss es halt mit Vorsicht genießen. Das ist immer die Sache. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr es über die PV macht, die ihr selber kauft und wirklich auch an euer Verbrauchsverhalten, vielleicht auch zukünftiges Verbrauchsverhalten auslegt. Das ist auf jeden Fall immer der sicherste Weg. Alles andere ist halt wie Aktienhandel, sage ich immer, da weiß man nicht, was kommt. Es kann wirklich positiv sein, es kann aber auch irgendwo nicht positiv sein. Ihr müsst immer bedenken, ihr seid nicht die Einzigen, die daran was verdienen, sondern es wollen auch andere mitverdienen. Und das ist halt immer die Sache, die man dabei im Hinterkopf behalten muss. Ja, ob ihr es nun so macht oder nicht, das ist am Ende euch überlassen. Wir haben hier mal aufgezeigt, wie das Modell ungefähr aussieht und ihr könnt euch daran orientieren und dann entsprechend eure Fragen stellen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gerne wie immer YouTuber Gold Daumen nach oben da lassen und abonniert den Kanal. Geht weiter, wir haben noch andere Videos, die in nächster Zeit kommen in die Richtung. Zum Beispiel PV ohne Finanzamt ist geplant und ähnliche Geschichten. Also alles rund um Photovoltaik, aber auch Elektromobilität geht es demnächst wieder weiter. Da kommt noch einiges. Und ja, Instagram sind wir auch vertreten. Schaut da auch gerne mal rein. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.